Weißt du eigentlich, wie genau unser Wahlsystem in Deutschland funktioniert? Ich habe mir das alles mal genau angeschaut und gehe das in diesem Video jetzt mal Stück für Stück durch. Es gibt derzeit ungefähr 61,5 Millionen wahlberechtigte Deutsche und schätzungsweise 70% von denen werden dann am 24. September 2017 durch ihre Wahl entscheiden, welche Personen für die nächsten 4 Jahre im Bundestag sitzen. Das heißt, die kreuzen auf einem Zettel zwei Sachen an. Zum einen als Erststimme eine Person und als Zweitstimme eine Partei oder um genau zu sein, die Landesliste eine Partei. Denn jede Partei stellt in jedem Bundesland, wo sie antritt, ihre Person in einer gewissen Reihenfolge als Liste auf. Und wenn dann entschieden wurde, wie viele Sitze diese Partei bekommt, werden die in der Reihenfolge der Landesliste besetzt. Deswegen wird Angela Merkel als Nummer 1 der Landesliste der CDU in Mecklenburg-Vorpommern höchstwahrscheinlich in den Bundestag kommen. Wer hätte das gedacht? Aber kümmern wir uns erstmal um die Erststimmen und dafür um Wahlkreise. Deutschland ist in 299 Wahlkreise eingeteilt und in jedem Wahlkreis sollen in etwa gleich viele Deutsche leben. Und falls das um mehr als 25% vom Mittelwert abweicht, dann müssen die Grenzen neu gezogen werden. Je nachdem, wie die Lage ist, wird neu eingeteilt und im Vergleich zur letzten Wahl 2013 sind jetzt zum Beispiel 34 Wahlkreise neu eingegrenzt worden. Die größte Änderung dabei ist, dass in Thüringen, wo die Bevölkerung schrumpft, der Wahlkreis Gera-Jene-Saale-Holzland-Kreis aufgelöst wurde und in Bayern, wo die Bevölkerung wächst, wurde in Starnberg und Landsberg am Lech ein neuer Wahlkreis hinzugefügt. Dadurch sind jetzt wieder in etwa gleich viele deutsche Staatsbürger in jedem Wahlkreis, wobei die maximal 25% Abweichung vom Mittelwert ganz gut ausgenutzt wurden. Und da bei der Aufteilung nur Deutsche berücksichtigt werden, kann es übrigens passieren, dass durch den verschiedenen Ausländeranteil die gesamte Bevölkerung in München-Ost sogar fast doppelt so groß ist wie in Nordsachsen. Aber da Einwohner ohne deutsche Staatsbürgerschaft sowieso nicht wahlberechtigt sind, spielt das jetzt für die Wahl erstmal keine Rolle. Und außerdem sollen nicht nur möglichst gleich viele Deutsche in jedem Wahlkreis leben, sondern auch die Bundeslandgrenzen eingehalten werden und sich nach Möglichkeit an den Landkreisen orientiert werden, sodass sowieso nicht perfekt gleich viele Deutsche in jedem Wahlkreis leben. Und die Wahl mit den Erststimmen ist dann recht einfach. In jedem Wahlkreis bekommt der Bewerber mit den meisten Stimmen direkt ein Mandat im Deutschen Bundestag. Ein Direktmandat. Dadurch werden also schon mal 299 Abgeordnete gewählt. Und übrigens, bei Stimmengleichheit, was ziemlich unwahrscheinlich ist, entscheidet dann das vom Kreiswahlleiter zu ziehende Los. Während die Wahl in den Wahlkreisen durch die Erststimmen auch im Gesetz überschaubar geregelt wird, ist es dann mit den Wahlen nach Landeslisten durch die Zweitstimmen etwas umfangreicher. Aber schauen wir uns das mal an. Grundsätzlich werden für die Wahl nach Zweitstimmen nur Parteien berücksichtigt, die mindestens 5% aller abgegebenen Zweitstimmen bekommen haben oder mindestens 3 Direktmandate gewinnen konnten. Alle anderen Parteien sind direkt raus und spielen keine Rolle. Und ab jetzt beginnt die ganze Rechnerei. Man startet mit 598 Sitzen, also dem Doppelten von 299, und teilt die dann erstmal im Verhältnis der deutschen Bevölkerung auf die 16 Bundesländer auf. Hier habe ich mal die aktuellsten Zahlen, die übrigens auch nur eine Fortschreibung der Zahlen aus dem letzten Zensus von 2011 sind. Und wer mal auf die Summe schaut, sieht es, dass gar nicht die bekannten 82 Millionen Einwohner sind, weil hier eben nur deutsche Staatsbürger berücksichtigt werden. Jetzt ist die Frage halt, wie wir mit unseren 598 Sitzen das Verhältnis der Bevölkerung möglichst gut widerspiegeln können. Dafür gibt es verschiedene Verfahren und bei der Bundestagswahl wird das Divisorverfahren mit Standardrundung verwendet, was auch nach diesem Typen hier benannt ist, wo ich aber keine Ahnung habe, wie man den Namen ausspricht. Jedenfalls sucht man sich einen Divisor und teilt dann damit und bei mehr als 0,5 wird aufgerundet, bei weniger als 0,5 wird abgerundet und der Divisor ist halt so zu wählen, dass nach dem Runden in der Summe genau 598 Sitze rauskommen. Falls mal ein Rest genau 0,5 ist, dann ist übrigens so zu runden, dass 598 Sitze rauskommen. Und falls, was äußerst unwahrscheinlich ist, mehrere Reste 0,5 sind und es mehrere Möglichkeiten gibt, so zu runden, dass 598 Sitze rauskommen, dann entscheidet das vom Bundeswahlleiter zu ziehende Los. Da wir nur ganze Sitze aufteilen können, ist das nicht immer exakt das gleiche Verhältnis und Bremen hat zum Beispiel nur 0,77% der Deutschen, aber 0,84% der Sitze zugeteilt bekommen. Solche Rundungsfehler lassen sich dabei nicht vermeiden. Naja, jetzt haben wir also die Sitze auf die Bundesländer aufgeteilt und jetzt werden in jedem Bundesland die Sitze im Verhältnis der Zweitstimmen auch wieder nach diesem Divisorverfahren mit Standardrundung aufgeteilt. Falls eine Partei in einem Bundesland jetzt aber schon mehr Direktmandate geholt hat, als ihr durch die Aufteilung durch Zweitstimmen zustehen würden, dann behält sie dieses überhängende Mandat und das ist dann ein Überhangmandat, wodurch dann schon mal eine Person mehr im Bundestag sitzt.
Wenn man das jetzt in allen Bundesländern gemacht hat, summiert man das zusammen und erhält dann die Mindestsitzzahl für jede Partei. Man hat zwar jetzt alles immer im Verhältnis der Zweitstimmen aufgeteilt, aber zum einen sind ja noch Überhangmandate dazugekommen und zum anderen sind bei jedem Schritt kleine Rundungsfehler gemacht worden, die jetzt das Verhältnis insgesamt verfälschen. Würde man die gesamte Sitzzahl, die jetzt durch die Überhangmandate schon ein bisschen über 598 liegen kann, jetzt nämlich direkt im Verhältnis der Zweitstimmen aufteilen, dann würde man meistens auf eine andere Verteilung kommen. Deswegen wird die Sitzanzahl jetzt so lange erhöht, bis man bei einer Aufteilung nach den Zweitstimmen jeder Partei ihre Mindestsitzzahl geben kann. Und diese Mandate, die man hier noch aufstockt, um die Rundungsfehler und Direktmandate auszugleichen, sind Ausgleichsmandate. Bei der letzten Bundestagswahl 2013, wo übrigens zum ersten Mal Ausgleichsmandate eingeführt wurden, hat die CDU die einzigen 4 Überhangmandate bekommen und trotzdem noch die meisten Ausgleichsmandate dazu, sodass man sieht, dass im System manchmal die Ausgleichsmandate eher die Rundungsfehler als die Überhangmandate ausgleichen. Bei der nächsten Wahl 2017 sieht es nach jetzigen Prognosen so aus, als könnte die CDU-CSU insgesamt sogar mehr als 250 Wahlkreise gewinnen und da jetzt auch noch zusätzlich zum jetzigen Stand die AfD und die FDP wahrscheinlich mit in den Bundestag kommen, wird die CDU noch einen kleineren Stimmenanteil an Zweitstimmen ergattern können und dadurch werden wahrscheinlich deutlich mehr Überhangmandate entstehen und dann wird es wahrscheinlich auch so sein, dass die Ausgleichsmandate vor allem an die anderen Parteien gehen, um die Direktmandate der CDU und CSU auszugleichen. Und es gibt auch für die Überhang- und Ausgleichsmandate keine Obergrenze, sodass es vom System her möglich und auch gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass ein Bundestag deutlich größer als die 598 Sitze wären und vielleicht sogar mehr als 700 Sitze mal wären. Hat man jetzt die Ausgleichsmandate hinzugefügt, dann ist man erstmal fertig und weiß, wie viele Sitze jeder Partei gehören. Die einzige Frage ist noch, von welcher Landesliste aus welchem Bundesland nimmt man denn jetzt die Ausgleichsmandate? Deswegen werden jetzt in einem allerletzten Schritt nochmal die Sitze, die jede Partei bekommen hat, im Verhältnis ihrer Zweitstimme auf die Bundesländer so aufgeteilt, dass wenn man die Direktmandate mit einberechnet, ihre gesamte endgültige Sitzzahl erreicht wird. Und dann werden die restlichen Sitze, die den Bundesländern zugeteilt wurden und noch nicht durch Direktmandate ausgefüllt sind, dann durch die Landesliste besetzt. Und so funktioniert unser Wahlsystem. Ich glaube, an der Stelle ist es ganz gut, das nochmal kurz zusammenzufassen. In jedem Wahlkreis ist der Bewerber, der die meisten Erststimmen erhält, direkt gewählt. Um den Rest des Bundestages zu besetzen, werden 598 Sitze im Verhältnis der Bevölkerung auf die Bundesländer verteilt. Dann werden in jedem Bundesland die Sitze im Verhältnis der Zweitstimmen auf die Parteien, die mehr als 5% erhalten haben, verteilt. Und falls von einer Partei hier schon mehr Kandidaten durch die Erststimmen ihren Wahlkreis gewinnen konnten, dann entstehen Überhangmandate. Und zum Schluss werden jetzt nochmal so lange Ausgleichsmandate hinzugefügt, bis man das Verhältnis der Zweitstimmen einhalten kann. Jetzt habe ich im Wesentlichen alles erklärt, aber der Vollständigkeit halber kommen jetzt nochmal 4 Spezialfälle des Systems, die wahrscheinlich bei der nächsten Wahl aber keine Rolle spielen werden. Nummer 1. Es gibt eine Ausnahme für die 5% oder 3 Direktmandate-Regel und das sind Parteien nationaler Minderheiten, sprich in Deutschland Dänen, Friesen, Sorben und Sinti und Roma. Es ist aber bisher nur beim allerersten Bundestag 1949 der Fall gewesen, dass mal eine Partei nationaler Minderheiten in den Bundestag kam, als der Südschleswigische Wählerverband einen Sitz erreichen konnte. Danach ist der SSW auch noch manchmal angetreten und war auch von der 5%-Hürde befreit, hat aber nicht genug Stimmen zusammenbekommen, um überhaupt auf einen Sitz zu kommen. Derzeit ist die Lage sogar so, dass der SSW wahrscheinlich, wenn er zum nächsten Mal antreten würde, genau einen Sitz erreichen könnte bei der Bundestagswahl. Aber da ein einzelner Abgeordneter nicht viel erreichen kann, hat sich der SSW dazu entschieden, gar nicht erst anzutreten. Und weil auch keine andere Partei nationaler Minderheiten zur Bundestagswahl antritt, spielt diese Regel für die nächste Wahl keine Rolle. Spezialfall Nummer 2. Wenn du mit deiner Erststimme einen Kandidaten wählst, der in deinem Wahlkreis gewinnt und der parteilos ist oder von einer Partei, die an der 5%-Hürde gescheitert ist oder von einer Partei, die in deinem Land gar keine Landesliste hat, dann zählt deine Zweitstimme nicht mehr. Juristisch geht es hier um Erfolgswertgleichheit und wenn ein Wähler einen unabhängigen Kandidaten schon zum Sieg verholfen hat, dann ist das schon ein Erfolg und seine Zweitstimme wäre dann irgendwie nochmal ein weiterer Erfolg für eine Partei und das ist dann irgendwie unfair gegenüber einem Kandidaten, der von der Partei gewählt wurde, weil dann dieses Direktmandat auch in der Partei mit verrechnet wird und dadurch hätte eine Stimme für einen parteiunabhängigen Kandidaten ein größeres Gewicht und das ist dann juristisch ein Problem.
ist aber auch umstritten und bei der nächsten Wahl wird es nach allen Prognosen wahrscheinlich auch nicht dazu kommen, dass ein unabhängiger Kandidat ein Direktmandat bekommt. Nummer 3, sollte eine Partei mehr Sitze in einem Bundesland bekommen, als sie Bewerber auf ihrer Landesliste stehen hat, dann verfallen diese Sitze bei ihr. Und Punkt Nummer 4, es gibt noch ein Gesetz zu so einer Mehrheitsklausel, dass eine Partei, die mehr als die Hälfte der Zweitstimmen hat, auch mehr als die Hälfte der Sitze braucht. Durch die Ausgleichsmandate wirkt es für mich eher wie eine Regel, die einfach noch von früheren Wahlsystemen, wo es dann noch größere Ungenauigkeiten geben konnte, einfach so mitgenommen wurde. Und jetzt würde das wahrscheinlich relativ selten eine Rolle spielen. Vielleicht, wenn eine Partei nur ganz knapp mehr als die Hälfte hat und dann durch die Rundung im System genau die Hälfte der Sitze bekommt, dann wird das nochmal um einen Sitz aufgestockt, damit sie als die Mehrheitspartei auch regieren kann. Wirkt auch sehr unwahrscheinlich, dass das mal zum Tragen kommt. Damit müsste ich jetzt erstmal alle Formalitäten im deutschen Wahlrecht erklärt haben. In der Videobeschreibung findet ihr Links zu allen Quellen und auch noch ein paar Links zu weiteren Informationen zum Wahlrecht und auch zu ein paar Prognosen zur Bundestagswahl. Wobei in der Politik ja nicht immer alles so kommt, wie man es vorher prognostiziert. Und deswegen schauen wir mal, was bei der Bundestagswahl 2017 am Ende so rauskommt.